Herzlich willkommen, hallo zu unserer Abschlusssession. Willkommen zu unserer Abschlusssession. Wir haben jetzt 5 Tage, 50 Sessions tatsächlich, 13 Aussteller, über 1037 Teilnehmer dabei gehabt und ich bin unfassbar begeistert, wie gut es gelaufen ist tatsächlich. Ja. Sehr gutes Feedback zurückbekommen, sehr viel Interaktion, was uns natürlich als agiles Team am meisten freut. Und als Product Owner der ganzen Geschichte bin ich ganz froh, unserem Sponsor in unserem Review jetzt kurz das Wort zu übergeben. Was fandest du denn von der Veranstaltung? Stimmt, wir machen gerade den Kreis wieder ein bisschen zu. Wir Genau. hatten ja so auch begonnen. Genau. Ja, ich muss sagen, die Resonanz war der Hammer. Also die 1037 Teilnehmer, das ist schon eine super, super Zahl. Die Leute haben auch unheimlich mitgemacht. Also es war die Resonanz auf der. Wir haben ja heute vorhin diese kleine Comedy-Session gemacht, wie viel Feedback da auch reinkam. Das war schon sehr, sehr cool. Aber auch in den Vorträgen. Ich fand, wir hatten sehr, sehr gute Redner. Habe ich in ganz vielen Reden wiedergefunden. Und auch da. So viel Interaktion, so viele Fragen, aber auch nicht nur Fragen, sondern Leute, ey, bei uns ist das so und so, war super. Und Galvez, natürlich war der Hammer. Ne? Ja, Also wie immer, das, was hat man erwartet? was war ja, genau. Ne? Aber die Erwartungshaltung nochmal Ja, das stimmt, das stimmt. war super. Genau. Wir hatten auch tolle Aussteller, ne? 13 Aussteller waren auch da, die sich eingebracht haben, die mit uns eine tolle Ausstellung gemacht haben. Man kann einfach nur Danke sagen. Und Dank an die Aussteller, Dank an alle, die da waren, die sich eingebracht haben, ich glaube, diese agilen Mentalität, nämlich ne, nimm die Füße in die Hand virtuell und geh hin und bring dich ein. Das war sensationell, unheimlich viel Spaß gemacht. Also mich hat das unheimlich gepusht die Woche. Vielleicht ein Wort noch, wir stehen jetzt hier in Corona-Zeiten relativ eng zusammen. Wir haben tatsächlich hier in unserem Education Center ja auch die entsprechende Infrastruktur und haben jeden Tag Corona-Tests gemacht. Also das ist tatsächlich, um das auch sicherzustellen, dass hier nichts schief geht. Wir wollten ursprünglich schon noch viel mehr aus dem Studio machen, haben das dann in den Einzelsessions gemacht, aber haben jeden Morgen, also wir hatten alle PCM-Tests im Vorfeld und dann die Schnelltests jeden Morgen, da auch das Risiko einer Infektion so weit wie möglich runterzubringen. Ja, super. Was ich noch sagen muss, drei Moderatoren, ne? Du, Ruth, mit Karen und Katja, ihr habt sie alle kennengelernt in den 3 Tagen. Ich fand es auch. Hat immer viel Spaß gemacht, mit welchem Charme und welcher Sympathie und wie locker die Sache durchmoderiert haben. Und ich weiß selber, das ist schon hart, ne? Das ist schon anstrengend, ne? Auf jeden Fall. Also wenn die Session für Sie endet, dann sind wir schon unterwegs, uns einzuloggen. Was ist nochmal der Login? Wo müssen wir hin? Welche Person begrüßen wir? Technik-Checks im Hintergrund machen. Das heißt, es ist eigentlich ein Non-Stop-Job. Und natürlich, wenn die Kamera angeht, lächeln, gut drauf sein. Ich glaube, das ist uns am leichtesten gefallen, muss ich ganz Aber ehrlich man sagen. wurde es mitgerissen, ne? Auch von den Schon, Leuten. Ne? ja, Also war auf jeden schon, Fall. also vielen Dank an gerade die drei, die hier wirklich im Non-Stop-Einsatz waren. Aber diese Veranstaltung hat auch ganz viele, viele Gesichter. Das Organisationsteam hier hinten dran, da muss ich 4 Leute erwähnen. Einmal die Nadine Scherer, die bei uns ja das Eventmanagement macht. Ne? Das ist mal, die sie für alles ansprechen können, die Redner koordiniert hat, die das Programm koordiniert hat. Die ja, das Ganze ja bei uns im Vollgas unterwegs ist, um die Veranstaltung zu organisieren. Und seitdem die digital sind und in kürzerer Stückzahl kommen, gibt es fast keine Pausen mehr. Also Nadine, Chapeau. Die Sabine Beetz, die bei uns die ganzen Aussteller und auch Redner koordiniert hat im Vorfeld, der Gerd, unser CTO, der immer dafür sorgt, dass die Technik funktioniert. Ja, wir hatten einen Ausfall dieses Mal. Das Rechenzentrum, wo diese Session läuft, ist am Donnerstagabend einmal kurz abgeraucht. Da kann er nichts für. Aber ansonsten auch die Sessions, das Aufsetzen dieser ganzen Sessions, der Verlinkungen in die Plattformen, wo dann die Meetings stattfinden, alles tadellos funktioniert. Also auch, Gerd, ich weiß, wie akribisch du da immer dran bist. Es ist super, dass wir dich haben. Und ich muss einmal kurz den Bildschirm mal teilen. So, das ist meine größte Herausforderung, jetzt über die Distanz, das Teilen des Bildschirms zu sehen. Ne? Ne, da nicht, sondern hier. So, ich gehe da mal näher ran. Das ist ja furchtbar. Ich bin alt geworden. So. So, jetzt sehen Sie den Bildschirm. Und diese coole Grafik. Ne? Wir hatten ja sehr schnell die Idee, wir wollen das wie ein Festival machen. Wir wollen, dass die Leute bewegt werden. Aber wir wollten auch, dass es nach einem Festival aussieht. Und das ist unsere Grafikerin und unsere Marketingagentur, die da sehr eng zusammenarbeiten. Aber gerade die Laura, die diese Bilder immer baut. Wahnsinn. Also diese Kreativität, auch ein Teil der Agilität. Danke, Wirklich Laura. dauerstark.
Und wie wir nennen müssen, wir haben einen Agile Work Group gehabt, der jetzt 6 Monate lang diese Veranstaltung aufgebaut hat, die sich solche verrückten Sachen wie unsere Schreibtischmeditation ausgedacht haben, unseren Comedy Act, den wir gemacht haben, diese ganze Struktur des Programms gemacht haben. Die Agile Work Group, man kann sie gar nicht alle, leider gar nicht alle aufzählen. Normalerweise müssten wir sie jetzt auf eine virtuelle Bühne holen und allen den Applaus geben. Was sie aber können, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, wir machen am Mittwoch, 28.04., also nächsten Mittwoch, ein Webinar, nämlich ein Making-of. Denn diese ganze Veranstaltung ist tatsächlich ja nach Scrum aufgebaut worden. Katja war übrigens der Scrum Master, die uns da immer, ja, was facilitiert, sagt man ja, ne? Hat so ein bisschen gepeitscht, kann man auch sagen. Und uns da ja auf den Track gehalten hat, dafür gesorgt hat, dass alle Changes da reinkommen. Und so, wir sind ein sehr agiles Umfeld, kann ich jetzt sagen. Also da kamen viele Changes, die wir dann immer wieder in Sprints verarbeitet haben. Wie ist das gelaufen? Wie war das organisiert? Wie sind die Dailies gegangen? Vor allen Dingen auch mit einem Scrum-Team, das nicht zu 100% dieser Sache zugeordnet war. Das ist ja mit einer der größten Herausforderungen. Zeigen wir dann mit einem Making-of. Also gerne mal reingucken. Das wird sicher super, super spannend. Ja, es sind immer wahnsinnig viele Leute daran beteiligt. Also das ist, aber ich bin total happy, muss ich sagen. Ja, ja. Ich habe auch gerade ein sehr gutes Glücksgefühl und auch dieses, wir haben was geschafft, aber es wird, also die Nachwellen gehen ja noch. Das heißt, ich werde jetzt LinkedIn im Auge behalten, noch ein paar Leute irgendwie anschreiben, mich verlinken, also das Ganze ist noch nicht gegessen, aber es ist ein tolles Gefühl. Auch die Interaktion muss jetzt nicht aufhören. Ne? Da kann ich auch mal ein Bild zeigen, kurz. Bleiben Sie mit uns in Kontakt. Ne? Also das auch mit den Kollegen über Facebook, über LinkedIn, alle Kollegen, die sich hier kennengelernt haben, gesehen haben, auch, aber auch fast alle Redner sind in diesen Social Medias unterwegs und unheimlich kommunikativ. Wenn Sie hier noch irgendwelche Fragen auf der Seele haben, oder mit uns in Interaktion treten wollen oder einfach nur wissen wollen, na, was denken sich die Verrückten von der Survey als nächstes aus? Hier, verlinken Sie sich mit uns über die klassischen Social Medias. Die Ihnen am nächsten ist, die sind eigentlich überall dabei. Ja. Und das passt dann, glaube ich, ganz gut. Jo, kommen wir zum Abschluss und zu der Ausstellerrallye. Ne? Genau, das hast du hier schon in der Hand. Wir hatten ja eine Ausstellerrallye gemacht. Ich klicke mal dahin. Auch hier müssen wir den Ausstellern danken, die da mitgemacht haben. Die möchte ich auch gerne nochmal nennen. Die Firma Stagil, die Firma Effekte, ich scroll mal so ein bisschen runter. Ah, jetzt muss ich hier ins Fenster rein. Die Firma Effekte, NetLogic, Sona Medic, Smenso, Edelsprint und auch die Serview. Wir haben ja Buchstaben versteckt auf den entsprechenden Ständen. Scheint sehr gut versteckt gewesen zu sein. Wir haben 53 richtige Einsendungen. Ah, so viele. Ja. Diesmal gab es auch keine Bestechungsversuche. Also bei der letzten Veranstaltung hatten wir es schon mal. Da gab es dann Bestechungsversuche bei Nadine, ne? Das Lösungswort rauszurücken. Das hat diesmal nicht. Also sie hatten all den Ärger, es selber hinzubekommen. 53 richtige Anwendung und das Lösungswort war? Backlog. Backlog, genau. Backlog. Hätte man wissen können. Hätte man wissen können. 7 Buchstaben, ne? Hätte man fast erraten können. Was konnte man oder was kann man denn gewinnen? Und das ist das, was wir jetzt auch gleich entsprechend auslosen. Ne? Der erste Platz ist diese Terra Gun. Total hip gerade in allen. Geht auf Insta ab, wie Sau. Ja, genau. Also wenn Sie irgendwie verspannt sind, ne? Also wenn Sie verspannter Scrum Master sind oder den Chef aus unserer Economy haben. Oder, ja. Dann, oder so ein agiles Festival aufziehen müssen, wo jede Woche Changes reinkommen. Genau, wir liegen jetzt alle heute zu Hause und wir gehen und versuchen uns irgendwie wieder locker zu machen. Dann können Sie das gerne dann benutzen, falls Sie es gewinnen. Zweiter Platz ist ne, Teufel Kopfhörer. Einer der besten, die man momentan auf dem Markt kriegen kann. In, Airpod-Style, oder? Genau. Nice. Und hätte ich auch gerne. Ja, schön. Ich ziehe mal, Markus hat gewonnen. Ich durfte nicht mitmachen. Ach, verdammt. Und Sona Medic, ja auch einer unserer Sponsoren, die auch so Meditationssessions anbieten, die wir auch in unseren Trainings eingebaut haben, übrigens mittlerweile. Also jeder, der bei Serview ein Training macht, bekommt so einen Sona Medic Test-Account, ich glaube für 90 Tage oder so, was sind das? Und das sind nur diese, werden ja auch, du hast in der Meditation auch so ein bisschen drin, zu helfen, sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren oder einfach mal zu entspannen, wenn es mal wirklich wieder stressig wird. Hier ein Jahr Premium-Account. Das ist ganz schön nice. Also genau. Diese binauralen Beats sollen einen ja auch dazu quasi in einen Geisteszustand versetzen, mit dem man leichter lernen kann. Ich habe es getestet, es funktioniert tatsächlich relativ gut. Sie kennen wahrscheinlich aus unseren Trainings auch das Workbook-Prinzip. Alles, was einem hilft, unterbewusst zu lernen, Wissen aufzunehmen, das unterstützen diese Sounds halt nochmal extra. Also das ist wirklich Wahnsinn, was sie machen. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, tun wir los. Wer los denn von uns beiden? Du bist die Fee. Komm, ich bin die Fee. Du bist ja der reine agile Charakter. Du darfst jetzt los, Augen zu. So.
Okay. Ja, nicht hinkommen. Als erstes losen wir den Sonamedic, oder? Sonamedic zuerst, würde ich sagen. Damit es spannend bleibt. Wenn man es rausfällt, musst du es sagen. Ne? Ja, wir nehmen nur das, was du in der Hand hast. Trommel, Wirbel. Wir tun natürlich denjenigen, falls er jetzt nicht dabei ist, dann benachrichtigen. Genau. Gucken wir mal rein. Magst du es vorlesen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben den Mike Hartmann. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Mike Hartmann. Werden Sie natürlich per E-Mail angeschrieben und kriegen dann, da ist es einfach, den Account geschickt. Ne? Perfekt, dann würde ich sagen, die Teufelkopfhörer, was hier ist das? Da weiß man, dass es echt ist, ne? Ja, genau. Müssen wir überwetten, das früher. Ja. Ich fühle mich aber auch ein bisschen wie die, kennt ihr noch die alte Lotto-Losmaschine? Läuft die noch? Mit den coolen. Ja, genau. Ja. Und die Superzahl. Die Superzahl ist 69. Genau, das geht ganz schön lang, oder? Ja. Jetzt wollen wir sie nicht auf die Folter spannen. Wir haben den Sebastian Eder. Hervorragend. Sebastian Eder, kann sich freuen. Hm? Diesmal verlosen wir wenigstens keine PlayStation 5. Hm? Beim letzten Mal haben wir eine PlayStation 5 verlost, die haben wir bis jetzt noch nicht gekriegt. Das darfst du nicht sagen, sonst kriegen wir Ärger von Gerd. Ja, glaube, der versucht immer einen zu kriegen, der arme Kerl. Der ist auf allen Foren online angemeldet. Ich glaube, der kennt da irgendwie diese PlayStation zu kriegen, dass es echt hat. Also, darfst du nicht gucken. Also nur mal. Du darfst nicht gucken. Erster Preis. Sorry, die Terra Gun für den verspannten Scrum Master geht an. Ich habe drei verschiedene Farben. Georg Hölkinger. Georg Hölkinger, ja, viel Spaß. Da steht ja der Entspannung jetzt überhaupt nichts mehr im Weg. Ist dir eigentlich aufgefallen, wir haben dich ja vorhin als Scrum Master eingestellt. Ne? Also du warst zwar nicht so prämiert, aber... Ich war nicht so gut. Ne? Das ist hier Owner-Mütze. Die Master-Mütze darfst du ja behalten. Stimmt, ne? Die Product-Owner darf ich noch nicht aufsetzen. Nee. Aber ich kann es ja beides zusammen machen. Ja, stimmt. Genau, das ist ja dabei rausgekommen. Eine Ein-Mann-Show. Eine Ein-Mann-Show. Prima. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Ich bin schon ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Also die Woche war hervorragend und hat so viel Spaß gemacht, dass im Wesentlichen ist es auch toll, diese Resonanz zu kriegen von Ihnen, dass das auch gut geklappt hat. Gehen Sie, wählen Sie Bromo noch eine E-Mail oder haben Sie auch schon bekommen, mit wo Sie Feedback geben können? Sagen Sie uns, ne, wir machen da auch eine Review und Retrospektive und gucken, was wir verbessern können. Sagen Sie uns, was Ihnen gefallen hat, aber was viel besser noch ist, was hat Ihnen noch nicht gefallen? Was müssen wir nächstes Mal anders und besser machen? Und kleiner Hinweis noch auf die nächsten Veranstaltungen. Ab dem 17.05. haben wir eine Veranstaltung in einem ähnlichen Rahmen, die sogenannte DSME, also Digital Service Management Experience. Also mit dem nicht mal den Fokus auf agile Methoden, sondern auf Service Management, ne, ITIL 4 und alles, was sich darum bewegt. Aber es ist mittlerweile auch viel Agilität drin. Also ja. Ich habe gesehen, die ganzen Vorträge, die dafür angemeldet sind, ganz viel so, wie macht man das agiler, wie macht man das schlanker, wie macht man das. Also geht auch ein bisschen in die Richtung. Aber der fachliche Schwerpunkt wird hier Service Management sein. Dann haben wir ab dem 7.6. die DPME, Digital Project Management Experience. Da nehmen wir die Projektmanagement-Methoden, ne? Traditionell gegen und klassisch. Die Katja hat ja auch schon einen kleinen Vortrag dazu gemacht. Genau. Da haben wir eine Veranstaltung, die das 100% fokussiert. Und wenn Sie wieder agil unterwegs sein wollen, Agile Management, wir haben ja gesagt, das ist keine Eintagsfliege, sondern im regelmäßigen Rhythmus. Wir wollen das jedes, alle halbe Jahr machen. Ab dem 29.11. haben wir die nächste DAME. Ja. Gut. Fast schon schade, ne? Das jetzt rum ist, ne? Mhm. Finde ich auch. Für uns geht es hinter den Kulissen natürlich direkt weiter. Das heißt, für uns hört es nicht auf. Und ich bin schon richtig gespannt. Ich habe auch schon ein paar Vorträge, tatsächlich auch für die DPME. Also, wenn Sie mich unbedingt wiedersehen wollen, jetzt, wie ich Projektmanagement durch den Kakao ziehe, nein, Scherz, wie ich das dann erkläre. Das heißt, schauen Sie uns zu. Katja, Ruth, Karen, die sind alle dabei. Das heißt, das wird auf jeden Fall richtig spannend. Wir machen einfach ein Making-of, wie du jetzt als Scrum Master gescheitert bist. Genau. Na, weil du genau. Versucht hast, alles gleichzeitig zu machen, so Multitasken. Genau, das ist ein gutes Webinar, das sollten wir uns aufschreiben. Ja, machen wir. Alles klar. Vielen Dank. Haben Sie es wohl. Ich würde sagen, das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und wir freuen uns drauf, wenn wir Sie das nächste Mal begrüßen dürfen. Gut, danke dir. Bis dann. Tschüss.